Hallo, heute geht es in unserem Video, das habe ich schon ein bisschen angekündigt, um unsere super, super coolen Handyketten von Abiz. Die werden in Hamburg hergestellt, das Mütterprojekt aus Hamburg. Die bestehen aus diesen Holzkugeln und ich erkläre euch da ein bisschen was zu. Eins meiner echten, absoluten Lieblingsprodukte, das ich auch immer selber benutze, weil es tatsächlich ultra praktisch ist. Also, diese Ketten kann man an seinem Handy verbinden. Am Anfang war das eigentlich eine Schlüsselkette. Also, vor ein paar Monaten habe ich eine Schlüsselkette verkauft und dann habe ich irgendwann mal gesagt: Naja, es wäre irgendwie auch ganz cool, wenn man das ans Handy machen könnte. War denen von Abiz auch schon aufgefallen. Und danach gab es solche Handyhüllen. Das ist jetzt eine fürs iPhone 11, ich glaube für das normale und nicht für das Pro. Ja, genau, fürs normale. Das Pro ist ja ein bisschen kleiner, muss man immer schön drauf achten. Aber diese Handyhüllen könnt ihr auch bekommen bei uns. Ruft uns einfach an, welche Hülle ihr braucht. Es gibt wieder mal die üblichen Verdächtigen, die ihr vielleicht schon habt und die euch nicht mehr so gut gefallen, weil diese Kordeln inzwischen von jedem getragen werden. Man kann die auch umbauen. Also alte Kordel ab und dran. Überhaupt gar kein Problem. So habe ich es bei meinem ersten auch gemacht. Also, ihr braucht so eine Hülle, ihr braucht selbstverständlich Handy, aber das haben wir ja eh alle. Und wenn ihr das alles habt, Handy rein, Kette dran, Kette eurer Wahl dran. Und dann könnt ihr das so diagonal tragen. Also, jemand, der mich manchmal in der Stadt sieht oder vielleicht auch auf ziemlich vielen Stories oder auf Fotos, auf denen ich zu sehen bin, könnt ihr eigentlich sehen, dass ich immer so eine Kette benutze. Bis vor einiger Zeit habe ich diese ganz bunte getragen. Happy, das ist unser Bestseller-Modell. Und liebe ich auch heiß und innig. Ich habe da nur einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar ist das hier es gibt zwei Längen. Das ist die lange Länge und das hier ist die normale Länge in Fabrik 9 und die normale Länge in schon ein bisschen getragen. Und das neue iPhone ist auch so ultra schwer, das Ding relativ flott. Diese Ketten hängen sich nämlich ein bisschen aus. Und das ist genau das Problem gewesen, was ich mit meiner alten Happy hatte. Wirklich tolles Ding, werde ich wahrscheinlich im Sommer wieder tragen, wenn ich im Sommer grundsätzlich kurze Chinohosen trage, weil die sich wieder lustig macht. Und dann steckt mein Handy ohnehin immer hinten in der Hosentasche, dann kann die Kette auch ein bisschen zu lang sein. Ich bin tatsächlich nur 1,60 groß und diese lange Kette, die eine Länge von 1,30 insgesamt hat, ist für eine Person meiner Körpergröße so ultra lang, dann dieses gigantische Handy hängt bis zum Knie, alles gut. Also, ich würde heute immer empfehlen, wenn ihr nicht besonders groß seid, nehmt die ganz normale Länge, die ist 1,20. Sie hängt sich ein bisschen aus. Am Anfang denkt man, wenn die angeliefert wird, denkt man, oh Gott, da passe ich nie rein, ich muss abnehmen. Also ich denke dann immer, oh Gott, ich muss abnehmen, was auch wahr ist. Aber der Punkt ist, in diesem Fall geht es tatsächlich darum, dass diese Handykette ja auch ein bisschen ordentlich hängen soll. Und wie ihr seht, die normale Größe hängt super, wenn man sie diagonal trägt, gar kein Problem. Deshalb würde ich tatsächlich immer eher die kürzere heute nehmen. Wir haben jetzt im Augenblick, wir sind gerade ein bisschen aussortiert. Ist aber gar kein Problem. Die neuen Ketten sind auf dem Weg. Das heißt, sobald die da sind, baue ich die in den Online-Shop ein und dann könnt ihr gucken. Es gibt nämlich inzwischen nicht nur Happy, im Augenblick ist nur Happy bei uns im Online-Shop, sondern es gibt auch verschiedene andere Ketten. Ich persönlich stehe im Augenblick wahnsinnig auf diese naturfarbene. Die finde ich richtig toll, weil man auch sieht, dass das Holzkugeln sind. Bei diesen lackierten Kugeln, also ganz am Anfang, als sie wirklich noch gar keiner in Düsseldorf getragen hat, inzwischen haben wir schon, sieht man die Ketten häufiger, aber das sieht so ein bisschen aus wie Kaugummikugeln. Oder der Kassierer im Supermarkt, der hat irgendwann mal gesagt, ich würde meine Liebeskugeln um den Hals tragen. Ja, alles richtig. Wenn ihr es aber mal das erste Mal benutzt, und noch kein Fan von Handyketten seid, werdet ihr sofort ein Fan von Handyketten. Wenn ihr sowieso Handyketten schon super praktisch findet, werdet ihr ein Fan der Abiz-Ketten, weil die tatsächlich richtig, richtig cool sind und super, super praktisch und auch noch gut aussehen. Die normale Größe in unserem Online-Shop kosten die 49,90. Die etwas größere Größe, also eine 1,30er-Länge,
wofür man allerdings irgendwie, glaube ich, eine Körperlänge von 5 Metern haben muss, die liegt bei 59,90. Und dann gibt es noch Shorty. Shorty ist, glaube ich, tatsächlich noch eine Schlüsselkette. Also, wir haben ein, zwei Kunden, die Shorty ganz, ganz toll finden. Ich mache die mal auf, weil die ihr Handy tatsächlich hier vorne tragen und das gar nicht so diagonal tragen wollen. Und für die ist Shorty auch spitze, sonst ist das eine super, super, super tolle Schlüsselkette. Und die liegt bei 39,90. Ich habe im Augenblick nur in Grün da, aber es ist alles gar kein Problem, wenn ihr eine andere Farbe haben wollt, vielleicht noch eine andere Länge, die Länge nicht richtig da ist, schreibt uns eine Mail und wir kümmern uns um alles und dann kriegt ihr es zugeschickt. Das Ganze ist immer in dieses kleine Säckchen verpackt. Wie gesagt, es ist eine Holzkette und für jede Holzkette, die ihr kauft, wird ein Baum gepflanzt. Das steht auch alles auf diesem Informationsblättchen. Alles wird in Hamburg produziert. Wir kennen die Leute, die es machen. Es ist wirklich alles ganz, ganz großartig. Und selbst die Holzkugeln kommen aus Deutschland. Also, diese ist wieder mal eins von den Produkten, die ich so gerne mag, weil sie nicht durch die halbe Welt geschippert werden. Gestern oder so, vielleicht vorgestern, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, bereits jetzt, nach ein paar Tagen. Shutdown bin ich schon, weiß ich nicht mehr, was ich wann wo gesagt habe. Ich auf jeden Fall gestern in einer Story hatte ich diese kleine Handtasche von Lea Mombas dabei. Und als ich die vorgestellt habe, in unserem neuen Teleshopping-Kanal, habe ich gesagt, dass ich euch zeigen werde, wie man die super auch mit Updates benutzen kann. Normalerweise hat die so ein kleines dünnes Lederriemchen und das finden manche Leute, ich glaube der Ausdruck, den wir das erste Mal gehört haben, war ipsig, ist sicherlich was dran. Es ist sehr dünn und mit so einer Updates-Kette sieht das eben wirklich gleich ganz anders aus. Ihr habt hier hinten diesen Haken und macht dann einfach die Updates-Kette dran und dann könnt ihr eben das Handy auch ganz normal in diese Ledertasche tun und nicht in so eine Kunststofftasche. Also das könnt ihr entscheiden, wie ihr gerne möchtet. Ich tausche das manchmal. Also manchmal benutze ich die kleine Tasche tatsächlich mit meiner Abwärtskette und das Handy liegt drin. Aber mir ist aufgefallen, seit ich eine Handykette trage, bin ich nicht so richtig gut mit meinem Handy um. Also ich telefoniere und lasse es fallen. Das heißt, es ist immer ganz sicher, wenn mein Telefon weiter in meiner Kette ist, weil ich es sonst einfach irgendwann auf die Straße schmeiße. Und eigentlich hatte ich mir das abgewöhnt, mein Handy ständig kaputt zu machen. Das heißt, manchmal benutze ich auch den normalen Lederriemen, stecke das Handy trotzdem in diese Tasche von Bea, vielleicht auch hinten rein und dann habe ich beide Ketten gleichzeitig, also dieses Lederriemchen und meine Abbiegskette. Das sieht auch super aus. Also, weil wir ja sowieso alle nicht mehr so richtig hamstern sollen, ist jetzt kleine Handtasche spitze und mit dieser Handykette sieht die auch gleich noch viel, viel toller aus. So viel zu diesem Produkt. Also, es gibt eine normale Größe, 1,20, vollkommen ausreichend, wenn ihr nicht wahnsinnig groß seid. Weil die sich wirklich ein bisschen aushängt und dann sehr, sehr lang wird. Die 1,30er Größe für Menschen, die das gerne über der Jacke tragen im Winter. Aber wir kriegen jetzt den Sommer. Es ist alles gut. Nehmt die normale Größe, 49,90. Bei uns im Shop bald auch mehr Farben. Also in den nächsten zwei Tagen sind die alle eingebaut. Dann könnt ihr das sehen und auch einfach shoppen auf www.jojama.de. Tschüss!